Schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem OF3 aktuell am Freitag. Heute ist Plenartag. Wie immer übertragen wir die Sitzung des Nationalrates live. Sie beginnt um 12 Uhr. Zuvor finden noch zwei Pressekonferenzen statt, die wir auch live übertragen. In Kürze beginnt die Konferenz mit dem Vizekanzler, dem Finanzminister, der Wirtschaftsministerin und dem Präsidenten der Wirtschaftskammer. Sie sprechen zu weiteren Maßnahmen zur Sicherung von Standort und Beschäftigung in Österreich. Und wie immer bei mir im Studio ist OF3-Chefredakteurin Ingrid Thurnherr. Hallo, heute großer Plenartag. Drittes Covid-Maßnahmenpaket wird auf den Weg geschickt. So ist es. Und es werden drei Gesetzespakete beschlossen, nur um sich die Dimension dieses Pakets vorzustellen. Es werden 85 Gesetze geändert und 7 neue Gesetze geschaffen. Der inhaltlich größte Brocken ist ganz sicher sozusagen das Covid-Krisenbewältigungspaket. Da reden wir von einer Erweiterung der Finanzmittel von ursprünglich 4 auf jetzt 28 Milliarden Euro. Da geht es auch darum, Liquiditätsunterstützungen von Unternehmen bereitzustellen. 2 Milliarden aus diesem Fonds sind eben diese dieser Härtefallfonds für Kleinst- und Kleinunternehmer, für Einzelunternehmerinnen und Unternehmen. Wir erinnern uns, der war ursprünglich mit 1 Milliarde dotiert, wurde dann letzte Woche verdoppelt und aufgestockt. Das ist der Fonds, aus dem Kleinst- und Kleinunternehmer zwischen 2 und 6.000 Euro, also maximal 2.000 Euro pro Monat beziehen können. Und die Antragstellung über die Wirtschaftskammer läuft. Dieser Fonds ist verdoppelt worden. Dann kann man jetzt schauen, was da noch alles drin ist. Es wird für Kurzarbeit mehr Mittel geben. Auch so kleine Sachen wie zum Beispiel Bonuszahlungen für Menschen, die im Supermarkt arbeiten und eine Prämie bekommen für ihren besonderen Einsatz. Die bekommen Bonuszahlungen, die sollen steuerfrei gestellt werden. Das ist eine weitere Maßnahme, die heute beschlossen wird. Es soll Sonderregelungen geben, auch ganz interessant, für Arbeitsunfälle im Homeoffice. Da ist die Unfallversicherung zuständig, wurde festgelegt. Sonderbetreuung für pflegende Angehörige. Und es gibt sogar eine Verordnungsermächtigung, dass Straßen gesperrt werden können, damit Fußgänger dort mehr Platz haben. Also ein Riesenpaket, jetzt habe ich nur einige Dinge exemplarisch aufgezählt, die heute im Nationalrat beschlossen werden. Ein großes Paket. Also aufmunternde Worte hat es gestern gegeben, und zwar von unserem Bundespräsidenten. Alexander Van der Bellen hat sich in einer Fernsehansprache an uns gewandt. Guten Abend, liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier leben. Wir sind derzeit alle miteinander mit einer großen Herausforderung konfrontiert. Die Corona-Pandemie verlangt von uns große Einschränkungen und viel Rücksicht. Und wir haben Tote zu beklagen, allen Angehörigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, gilt unser aller ganz besonderes Mitgefühl. Meine Damen und Herren, für uns alle miteinander ist diese Situation neu, ungewiss, sie verunsichert uns. Und gleichzeitig wissen wir, dass jede und jeder von uns einen Beitrag leisten kann durch eine konsequente Änderung des eigenen Lebensstils für die nächste Zeit. Wir alle miteinander wissen, dass wir erst am Beginn dieser gemeinsamen Anstrengung stehen. Fast 3 Wochen sind nun vergangen, seit die österreichweiten Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten sind. Das ist eine ungewohnt lange Zeit, und wir alle wünschen uns, sie möge schon vorbei sein. Und dennoch wissen wir, wir müssen alle gemeinsam noch länger durchhalten. Allen alten Menschen, die sich womöglich alleine und isoliert fühlen, allen physisch oder psychisch Kranken, die gerade kämpfen, und ihren Angehörigen, die ihre Zuneigung jetzt nicht im direkten Kontakt beweisen können, all den Ärztinnen und Ärzten und den Menschen im Gesundheitswesen, die schon erschöpft sind und jetzt den Atem anhalten in Erwartung dessen, was vielleicht noch kommt, allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich in Gefahr einer Infektion bringen, um anderen beizustehen, allen Menschen an den Kassen der Geschäfte, all den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Freischaffenden, allen Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, all jenen, wie im AMS, die abertausende Anfragen zu bearbeiten und die beschlossenen Maßnahmen umzusetzen haben, den Künstlerinnen und Künstlern, die um ihre Existenz fürchten,
allen Eltern, die unter Druck stehen, und allen Schülerinnen und Schülern, Lehrlingen und Studierenden in unserem Land, überhaupt allen Menschen, die ungeduldig auf das Ende dieser Krise warten, Ihnen allen sage ich, halten wir durch und behalten wir unseren Mut und unsere Zuversicht. Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher und alle, die hier leben, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis diese Krise überwunden ist. Und ich weiß auch nicht, wie schlimm sie noch wird. Niemand kann das derzeit mit Gewissheit sagen. An dieser Stelle müssen wir leider aussteigen aus der Fernsehansprache vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen von gestern Abend, weil wir sehen im Augenwinkel, die Pressekonferenz beginnt im Bundeskanzleramt und dort schalten wir jetzt hin. Herr Präsident Mara, zum Thema wirtschaftspolitische Maßnahmen gegen die Corona-Krise und ich ersuche zunächst unseren Vizekanzler um sein Statement. Bitte schön. Ja, danke schön. Der Dank geht wie immer zu Beginn dieser Pressekonferenzen an alle, die in Österreich leben und die Maßnahmen und die Empfehlungen der Bundesregierung mittragen und einhalten. Insbesondere gilt das Verständnis und der Dank natürlich jenen, die von dieser Krise besonders stark betroffen sind. Das sind zum einen die, die jetzt am Arbeitsplatz und in ihren Unternehmungen besonders gefordert sind, weil sie nämlich ausdrücklich offen halten müssen. Aber der Dank gilt auch, und das ist dann das Thema dieser Pressekonferenz, jenen, die von den dramatischen Einschnitten, die aus gesundheitspolitischen Gründen notwendig sind, im Arbeitsleben, im Wirtschaftsleben und im ganzen sozialen und gesellschaftlichen Leben tiefe Einschnitte und Entbehrungen hinnehmen müssen. Ja, es ist allerdings tatsächlich so, es handelt sich ausgelöst durch dieses Virus und die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, eben in ökonomischer und sozialer Hinsicht, in den Auswirkungen dann. Wenn wir uns die globalen Zahlen anschauen, mittlerweile 1 Million Infizierte weltweit, die Dunkelziffern sind ja noch viel, viel höher und zu den vielen, vielen Tausenden Toten werden leider, fürchte ich, und da bin ich ja nicht alleine, noch ebenso viele hinzukommen. Das veranlasst viele verantwortungsvolle Regierungen und Entscheidungsträger, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um möglichst viele Menschenleben zu retten. Wir sind uns hier in der Bundesregierung in Österreich auch einig, dass das die oberste Prämisse ist. Und gleichzeitig soll so viel wirtschaftliches Leben wie notwendig und sinnvoll und möglich gleichzeitig zugelassen werden. Das ist aber natürlich nicht in allen Bereichen möglich. Wie die weiteren Fahrpläne eines langsamen Hochfahrens sein können, werden wir ja ab nächster Woche vorstellen. Jetzt und hier und heute geht es einmal darum, diejenigen zu benennen und denjenigen auch eine gewisse Überbrückungshilfe zukommen zu lassen in den großen Firmen, in den kleinen Firmen, die das jetzt wirklich brauchen. Jetzt haben wir vorgestellt bereits die Kurzarbeit, den Härtefallfonds für die ganz kleinen Unternehmen, Einpersonenunternehmen, Kleinstunternehmen. Und heute geht es um den Corona-Hilfsfonds, dotiert mit 15 Milliarden Euro, der Folgendes leisten soll. Er soll einerseits die große Engpasslage bei Liquiditätsengpässen überbrücken und zweitens Schäden, die entstehen, also untergegangene Kosten, fixe Betriebskosten, die man nicht los wird und für die man quasi keine Gegeneinkünfte hat, diese sollen mit einem Zuschuss zu größten Teilen ersetzt werden. Also zwei große Ziele für die Unternehmungen und letztlich natürlich auch für deren Beschäftigte. Überbrückung der Engpässe bei Geldmitteln und zum Zweiten Schäden, die entstehen, sollen abgegolten werden. Warum ist das so wichtig?
Wir wollen den Blutkreislauf in der Wirtschaft ja nicht zum Stocken bringen. Wir haben die Situation, dass wir ein paar Branchen radikal runtergefahren haben und wir wollen einen Ansteckungseffekt dieser Branchen auf andere Branchen verhindern. Das kann man natürlich mit diesen Maßnahmen machen, wenn es Aussicht für die betreffenden Unternehmen gibt und Sicherheit, also Aussicht, was Liquidität betrifft und Sicherheit, die Kosten, die hier nun einmal anfallen und für dies aber auf der anderen Seite keine Gegenerlöse gibt, dass die auch getragen werden. Wie kann man das machen? Erstens mit einem Instrument garantierter Kredite, das wird noch näher ausgeführt werden, und zweitens mit tatsächlichen nicht rückzahlbaren Zuschüssen in dem Bereich der Betriebskosten. Bei den Garantien wird es so sein, dass wir bis zu 90% staatlich garantieren. Das ist eine sehr hohe Quote. Wir werden noch hören, warum es nicht 100% sind, aber 90% ist eine sehr gute Quote. Und wir wollen ja auch nicht, dass, weil Krise ist, jetzt sämtliches Risiko, mir nichts, dir nichts, nur in die Banken verlagert wird und nach einem Jahr stehen wir dann wieder anders da. Das ist aber jedenfalls schon mal ein Fortschritt. Die Instrumente können beantragt werden ab nächster Woche und neben den Garantien ist es auch für die Zuschüsse der Fall. Die Zuschusshöhen messen sich nach den Umsatzeinbrüchen. Da gibt es ein sehr ausgeklügeltes, noch vorzustellendes Modell. Wie gesagt, die meisten dieser Kosten werden dann getragen. Da wird dann nach einer bestimmten Zeit, im Wesentlichen dem Geschäftsjahr, zurückgeblickt, um diese Schäden zu bemessen und zu refundieren. Ganz wichtig, weil es immer öffentliche Debatte war, wir haben uns darauf verständigt, die Dividendenauszahlungen zu beschränken. De facto ist es einmal ein einjähriger Dividendenauszahlungsstopp, der mindestlich abhängig von den Beschlüssen der Hauptversammlung. Und desgleichen gibt es Einschränkungen bei den Auszahlungen für Boni bei Vorstandsmitgliedern solcher größeren Unternehmen. Das sind die ganz, ganz groben Eckdaten, aber lassen Sie mir mal noch das Motiv zusammenfassen, das die Bundesregierung hier antreibt. Wir wollen im Wesentlichen den Wirtschaftsbetrieb über diese Krise drüber retten und dass wir dann bei denen das, wo es geht, besser durchstarten können. Da passt dieser Begriff. Bei vielen wird es auch ein Neustart sein und dass die für das Ganze einen Beitrag zum Neuaufbau leisten können. Wir dürfen nie vergessen, Sie kennen mein Credo schon, wenn wir einzelnen Branchen helfen, einzelnen Unternehmen und deren Beschäftigten, helfen wir auch dem Ganzen, weil wir auf diese Art und Weise die Ansteckungseffekte in der Wirtschaft, wenn sie schon nicht ganz aufzuhalten sind, so doch reduzieren können. Und ja, wir hatten es gesagt, alles, was es braucht, und an der Stelle wird man es mit der Dotierung von den 15 Milliarden auch so nachvollziehen können. Damit kommen wir mit Sicherheit eine Zeit lang über die Runden, um diese Ziele zu erreichen. Danke. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Herr Finanzminister Blümel, bitteschön. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wissen alle mittlerweile, dass wir uns in einer herausfordernden Situation befinden, in einer Krise, die unsere Generation noch nie erlebt hat. Das oberste Ziel ist es daher von Anfang an gewesen, die Gesundheit der Menschen zu sichern, Arbeitsplätze zu retten und zu schauen, dass der Standort möglichst gut durch die Krise kommt, damit wir danach möglichst schnell wieder hinausstarten können. Zu diesem Zweck haben wir einen 38 Milliarden schweren Schutzschirm über Österreich aufgespannt, der bereits wirkt. Zum Beispiel bei der Möglichkeit zur Steuerstundung. Ich darf Ihnen die aktuellen Zahlen sagen. Fast 90.000 Mal ist er beantragt worden und 86.000 Mal ist bereits bewilligt worden. Das sind 97%. Das ist insgesamt ein Volumen von fast 2,5 Milliarden Euro, das mehr an Liquidität in den Unternehmen verbleibt, um sie fitter für die Krise zu machen. Wir setzen dieser Tage im Nationalrat einen weiteren Schritt mit einem sogenannten Kreditmoratorium, das wir gesetzlich verankern. Da geht es darum, dass Verbraucherkredite und Kredite von Kleinstunternehmen gestundet werden müssen, wenn diese es beantragen, weil eine Betroffenheit durch die Krise da ist. Das würde derzeit nach Schätzungen ca. 3 Millionen Kreditverträge in Österreich betreffen, die davon umfasst sein könnten.
Das ist auch ein massiver Fortschritt und eine massive Hilfe für all jene, die jetzt mit unvorhergesehenen Einkommensverlusten umgehen müssen und trotzdem den täglichen Bedarf decken. Weiters gibt es ja Haftungen und Garantien von bis zu 9 Milliarden Euro, von denen schon ca. 700 Millionen Euro seitens des BMFs genehmigt worden sind. Im Soforthilfefonds von 4 Milliarden Euro haben wir bereits einige Maßnahmen gesetzt, zum Beispiel die Corona-Kurzarbeit ist auf 1 Milliarde aufgestockt worden. Wenn es mehr kostet, wird es auch mehr geben müssen, denn die Kurzarbeit ist ein wichtiges und wesentliches Instrument zur Bekämpfung der Krise, um Arbeitsplätze zu erhalten, wo der Staat ja bis zu 90% der Lohnkosten auch übernimmt. Der Härtefallfonds, den kennen Sie schon in erster und zweiter Phase. In der ersten Phase, wo es um eine rasche Hilfe gegangen ist, dass die Menschen, die bis zu 100% Umsatzentfall haben und nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen, dass die sofort 1.000 Euro bekommen, das ist mittlerweile 111.000 Mal beantragt worden und 92% der Anträge sind seitens der Wirtschaftskammer bereits erledigt. 100 Millionen Euro sind da ausbezahlt worden, da auch ein großes Dank an die professionelle Abwicklung. In der zweiten Phase, die startet mit 16. April, weil da geht es darum, dass man für dieses Monat, wo wir Maßnahmen setzen mussten, um die Ausbreitung des Virus zu reduzieren, auch der Umsatzentgang oder der Verdienstentgang eingereicht werden kann, den wir bis zu maximal 2.000 Euro pro Monat für 3 Monate ersetzen. Ich komme nun zum Corona-Krisenfonds, jener Fonds, der 15 Milliarden Euro schwer ist, wie es auch der Vizekanzler bereits gesagt hat. Und der vor allem für alle Unternehmen von klein bis ganz groß da sein soll, die massive Umsatzrückgänge haben. Je nach Betroffenheit des Unternehmens soll ein Kredit bis zur Höhe eines Quartalsumsatzes beantragt werden können. Und von diesem Kredit soll dann ein Teil nicht mehr rückzahlbar sein, nämlich bis zu 75% der Fixkosten und bis zu 75% der wertlos gewordenen Ware in dem Zeitraum. Warum haben wir diese Aufteilung aufgenommen? Weil wir wissen aus den Unternehmen, dass es verschiedene Betroffenheiten gibt. Das eine ist mal oft ein Liquiditätsengpass, das heißt die Zahlungsfähigkeit erhalten. Das zweite ist, dass auch wenn man Kurzarbeit beantragt und damit auch die Lohnkosten reduziert, dass noch immer viele Kosten da sind, zum Beispiel Fixkosten. Ich sage Ihnen danach gleich, was genau darunter fallen wird. Und das dritte ist aber auch, wenn Sie mit Händlern reden, mit Gärtnerinnen, Gärtnern, die haben einfach massiven Verlust am Wert ihrer Ware. Zum Beispiel, wenn ein Gärtner jetzt für die Osterwoche Pflanzerl gezogen hat, einige Wochen, das kann er de facto alles abschreiben und wegschmeißen, das kann er nicht mehr verkaufen, weil eben die Geschäfte nicht offen haben. Saisonware im Handel beispielsweise, Frühjahrssaison. Was macht man damit, wenn man es nicht verkaufen kann, weil die Geschäfte zu sind? All diese Betroffenheiten wollen wir in diesem Fonds abdecken. Deswegen gibt es in diesem Fonds 2 Instrumente. Das eine ist ein Garantieinstrument der Republik. Das dient zur Besicherung von Betriebsmittelkrediten. Die Republik deckt hier 90% der Kreditsumme ab. Die Obergrenze eben maximal 3 Monatsumsätze, 120 Millionen Euro. Falls bei größeren Unternehmen im Einzelfall mehr gebraucht ist, muss es eine Einzelentscheidung des Kreditkomitees sein. Tatsächlich abgedeckt wird der festgestellte Liquiditätsbedarf. Das heißt, keine Investitionskredite, sondern Liquiditätsbedarf für die Betriebsaufrechterhaltung. Die Laufzeit beträgt maximal 5 Jahre und kann um bis zu 5 Jahre verlängert werden. Die Voraussetzung dafür, dass man das beantragen kann, ist eine Geschäftstätigkeit in Österreich, der Liquiditätsbedarf in Österreich und, wie es der Vizekanzler bereits ausgeführt hat, die starke Begrenzung der Boni an Vorstände und keine Dividendenzahlung in diesem betroffenen Jahr. Diese Struktur wird innerhalb von einer knappen Woche verfügbar sein, ab 8. April. Gesicht dafür ist die Hausbank. Wir haben uns auch lange überlegt, wie wickeln wir diese Themen ab? Und gerade in einer Krise sollte man versuchen, möglichst wenig neue Institutionen aufzubauen. Das dauert meistens länger, sondern mit dem Bestehenden zu arbeiten, weil es dort schon bestehende Strukturen und Prozesse gibt. Und deswegen ist hier die Hausbank der Ansprechpartner für die Unternehmen. Das zweite Produkt ist
der Zuschuss, den ich Ihnen gerade beschrieben habe, beziehungsweise dass es dann nicht mehr rückzahlbar sein soll von diesem beantragten Kredit. Theoretisch könnte man auch nur diesen Zuschuss beantragen, wenn man die Liquidität hat und keinen Überbrückungskredit braucht, denn das soll auch für alle Unternehmen gleich sein. Anspruchsberechtigt hier sind Unternehmen, die einen Umsatzeinbruch von mindestens 40% haben. Und je nach Betroffenheit sind auch die Fixkosten, die ersetzt werden und die verdorbene Ware von 25-75% eben zu ersetzen oder nicht mehr rückzahlbar. Was fällt in die Fixkosten hinein? Das sind Mieten, Strom, Gas, Telefon, Internet, Zinsaufwendungen, sofern nicht vom Moratorium umfasst, vertragliche Verpflichtungen, die nicht kündbar oder betriebsnotwendig sind, also zum Beispiel auch Leasingverträge, Versicherungsprämien, Lizenzkosten, ein fiktiver Unternehmerlohn, der sich an der Höhe auch des Härtefallfonds bemisst, und eben verderbliche und saisonale Ware, die wegen der Corona-Krise um zumindest über 50% an Wert verloren haben. Voraussetzung dafür, um das beantragen und dann auch bekommen zu können, ist, dass am Ende des Tages natürlich eine genaue Abrechnung erfolgen muss. Das heißt, wer ausschließlich dieses Zuschussprodukt beantragt, die Abrechnung kann erst mit Ende des Wirtschaftsjahres erfolgen. Denn Sie müssen ja kontrollieren, wie hoch war der Umsatzentgang wirklich, wie hoch ist die verbliebene Ware wirklich. Das heißt, faktisch mit Ende des Wirtschaftsjahres wird das abgerechnet werden können mit der Bilanz, mit dem Jahresabschluss. Wir haben damit ein Produkt geschaffen, das sicherlich einzigartig in Europa ist, wo wir nach den Rückmeldungen, die wir von den Unternehmerinnen und Unternehmern haben, versucht haben, möglichst alles dafür zu tun, den Standort gut durch die Krise zu bringen und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Vielen Dank. Danke, Herr Finanzminister. Frau Wirtschaftsministerin Schramböck, bitte sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was aus gesundheitspolitischer Sicht zur Bekämpfung des Coronavirus notwendig ist, hat dramatische Folgen für das gesamte Wirtschaftsleben in Österreich. Die Betriebe, die jetzt schon von den Betretungsverboten betroffen sind und keine Umsätze machen, die wissen das, aber auch all jene Unternehmerinnen und Unternehmer, denen die Umsätze generell weggebrochen sind. Die Corona-Krise hat uns mit voller Wucht getroffen und als Regierung mussten wir Maßnahmen treffen, sowohl für den Schutz der Gesundheit der Menschen in Österreich, aber gleichzeitig auch für den Schutz der Wirtschaft. Wir brauchen nur in unser Nachbarland nach Italien zu sehen und wir sehen dort Ärzte, die vor unmenschlichen Entscheidungen stehen. Italienischen Kliniken ist es Alltag geworden, was wir uns hierzulande nicht vorstellen wollen und auch nicht vorstellen können. Als Regierung sind wir Verantwortungsträgerinnen dafür, für 8 Millionen Menschen in Österreich und auch für die Unternehmen in Österreich. Als Wirtschaftsministerin trage ich hier und wir gemeinsam als Regierung diese Verantwortung, dass der wirtschaftliche Wohlstand in Österreich auch erhalten bleibt. Unser Bundeskanzler hat vor einigen Tagen gesagt, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Wir sorgen als Regierung dafür, dass unsere Unternehmen den Sturm gut überstehen. Ich habe in den vergangenen Tagen viele Gespräche mit Unternehmen geführt. Und wir wissen daher, sie brauchen zweierlei. Das eine ist die Liquidität. Die Liquidität zu sichern auf dem einfachsten Wege durch die Hausbank mit einer Verzinsung von maximal 1%. Mit den Garantien, die wir auf 90% aufstocken, setzen wir ebenfalls einen weiteren Schritt. Ich war jahrelang CEO und in der Praxis habe ich gesehen, dass dieses Angebot in Europa nie da war, dass dieses Angebot von keinem Land entwickelt worden ist und ich sehe es auch jetzt in keinem anderen Land in Europa. Denn es ist wichtig, dass man in dieser Phase sich darauf verlassen kann, dass man jene laufenden Kosten, die man nicht wegbringen kann, die Miete, den Strom, das Gas, das Internet, dass man diese wichtigsten Kosten abziehen kann und dass man hier nicht auf diesen Kosten sitzen bleibt. Das gilt eben auch, wie schon gesagt, für die verdorbenen Waren. Wir haben ganz viele Händler, wir haben ganz viele Blumengeschäfte, die über 50% ihrer Ware nicht mehr verkaufen können, die hier auf diesen sonst sitzen bleiben würden. Wir werden diese Kosten übernehmen und es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Zuschuss in jedem Fall auch steuerfrei bleibt.
Es ist ganz wesentlich, dass wir die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, als modulare Maßnahmen sehen. Dass es möglich ist, sowohl auf der einen Seite einen Kredit in Anspruch zu nehmen, wenn das das Unternehmen braucht, und sofort diese Liquidität zu haben und gleichzeitig sich aber sicher zu sein, dass am Ende des Wirtschaftsjahres man nicht auf diesen Kosten entsprechend sitzen bleibt. Mir ist ein weiterer Punkt sehr, sehr wichtig und ich habe ihn schon bei der letzten Pressekonferenz angesprochen und bin schon seit vorgestern intensiv im Austausch mit den Bonitätsprüfern, jenen, die die Bonität der Unternehmen entsprechend auch festhalten. Und mit dieser Bonität hängt ganz viel zusammen. In dieser wirtschaftlichen, in dieser volkswirtschaftlichen Krise ist es aber auch nicht gerecht, einzelne Unternehmen zu bewerten. Denn die aktuelle Situation und die Umsatzeinbrüche sind nicht auf die Leistung dieser Unternehmen zurückzuführen, sondern auf die generelle Corona-Krise. Deshalb ist diese Bewertung so wesentlich und wir sind uns mit den Bonitätsprüfern einig geworden und ein Schreiben liegt mir vor, in dem wir diese wirtschaftliche schwierige Situation in einem Schulterschluss nicht einzeln bewerten werden. Zwischen Politik, Wirtschaft, den Banken und den Bonitätsprüfern ist hier die Einigkeit. Gestern haben Sie deshalb ein Memorandum unterzeichnet, dass die Unternehmen, die eine staatliche Überbrückungsmaßnahme in Anspruch nehmen, wie die Kurzarbeit, die Garantien, nicht anders gestellt werden als vor der Corona-Krise. Warum ist das wichtig? Weil wenn die Unternehmen schlechter bewertet werden, sie Probleme haben mit Lieferanten im Ausland, weil sie Probleme haben, ihre sonstigen Lieferketten aufrechtzuerhalten. Bei einer Bonitätsprüfung können Unternehmen bei der zentralen Clearingstelle, dem KSV, oder direkt bei einzelnen Kreditauskunfteien ihre Bestätigungen abgeben, dass sie eben dieses Produkt, das wir gerade vorgestellt haben, in Anspruch nehmen, dass sie die Corona-Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Und damit wird die Bonitätsbewertung für die Zeit der Corona-Krise eingefroren. Es ist ein Bündel von Maßnahmen, die wir hier setzen, ein Bündel von Maßnahmen, um die österreichischen Unternehmen und auch die Arbeitsplätze zu sichern. Unsere Aufgabe ist es, die Strukturen gemeinsam mit den Unternehmen zu erhalten, dass wir dann auch wieder rasch aus dieser Krise gemeinsam kommen können. Herzlichen Dank. Danke sehr, Herr Wirtschaftskammerpräsident Mara. Bitte schön. Ich möchte mit einem Dank beginnen und einem Dank enden. Mit einem Dank beginnen bei den Mitgliedern der Bundesregierung, bei dir, lieber Herr Vizekanzler, bei dir, Herr Finanzminister, bei dir, liebe Frau Wirtschaftsministerin und euren Teams, für die Möglichkeit, in den letzten Tagen und Wochen intensiv, und es waren nicht nur Tage, sondern auch Nächte, gemeinsam an diesem Corona-Hilfsfonds gearbeitet haben zu können. Der Herr Finanzminister hat es gesagt, und ich möchte das bestätigen, es ist ein beispielloses Paket, weil in ganz Europa, und wir haben natürlich auch die Maßnahmen in den anderen Ländern analysiert, ein derartiges Paket, in dem die Republik gemeinsam, und das sind am Ende des Tages die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die Unternehmer und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit Risiko tragen für die wirtschaftlich schwierige Situation, die es in unserem Land gibt. Ein beispielloses Paket mit den beiden Instrumenten. Einerseits erhöht die Republik dankenswerterweise die Staatsgarantien für diese kurzfristige Liquiditätssicherung auf 90% und macht es unseren Hausbanken damit dramatisch leichter, den Betrieben kurzfristig und schnell mit Geld unter die Arme zu greifen, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, was auch wieder dazu dienen wird, Löhne und Gehälter für diejenigen bezahlen zu können, die in Kurzarbeit sind. Also ein ganz wichtiges Instrumentarium, aber auch anderen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und damit den vom Vizekanzler angesprochenen Blutkreislauf in der Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Das Garantieinstrument ist sehr schlau gemacht, es ist flexibel und soll eben dazu dienen, nicht viel Zeit zu verlieren, wenn es darum geht, jetzt wirklich Euros wieder in Umlauf zu bringen. Das zweite Instrumentarium ist ganz besonders in Europa, ein Zuschussmodell, das all denjenigen Betrieben helfen soll, die tatsächlich maßgeblich Umsatzeinbrüche erlitten haben. Und ich bin dankbar dafür, dass unsere unternehmerische Expertise, die von vielen Kolleginnen und Kollegen von mir aus ganz Österreich hier abgefragt wurde, auch von unterschiedlichen Branchen. Es ist also ein Modell, das wir bereits mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern einem Elchtest unterzogen haben, um zu schauen, wird das auch funktionieren. Der Herr Finanzminister hat es angesprochen, die Einstiegsgrenze in dieses Programm ist der 40% des Umsatzentgangs im Vergleichszeitraum zum Vorjahr. Und dann gibt es drei Stufen. Wer
von 40-60% Umsatz verloren hat, der wird einen Kostenersatz für diesen bestimmten Kostenblock von 25% bekommen. Wer von 60-80% Umsatz entgangen hat in diesem Zeitraum, einen Kostenersatz von 50%. Und wer zwischen 80-100%, und Sie wissen, es gibt sehr viele Betriebe, die machen zurzeit gar keine Umsätze, denen werden 75% dieser Kosten nach Abrechnung am Jahresende ersetzt. Das ist Risikoteilung, die in Europa einmalig ist. Das ist aber nur machbar, weil wir viele treue Steuerzahlerinnen und Steuerzahler als Unternehmer und Arbeitnehmer haben und am Ende des Tages dazu dienen wird, die Wirtschaft nicht nur zu stabilisieren, sondern, und das möchte ich hier ganz besonders anmerken, auch wieder Hoffnung zu geben. In den letzten Tagen und Wochen war das Wirtschaftsleben vielfach durch wenig positive Nachricht gekennzeichnet. Und das ist aber wieder etwas, wo wir sagen können, wir konnten gemeinsam mit der Bundesregierung ein Paket schnüren, das wiederum viel Licht am Ende des Tunnels sichtbar macht. Für viele Betriebe, die gerade keiner Geschäftstätigkeit nachgehen können, aber auch für viele Betriebe, die nicht unmittelbar durch Betriebsschließungen oder durch Betretungsverbote betroffen waren, sondern die aufgrund dieser Verbote oder dieser notwendigen Maßnahmen der Bundesregierung selber Umsatzeinbußen hatten, weil das natürlich einen Folgeeffekt in der Wirtschaft erzielt hat. Und ich bin dankbar für dieses Paket. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist. Ich glaube, dass es gut angenommen wird und dass es zwei wichtige Komponenten hat. Die schnelle Komponente der Liquidität und die andere Komponente, am Ende des Tages auf einem Teil dieser Kosten nicht sitzen bleiben zu müssen. Das ist ein ganz ordentlicher Kostenblock. Es betrifft Miete, Strom, Gas, Telekommunikationskosten, Lizenzkosten, Leasingkosten, also wirklich einen ganz, ganz ordentlichen Kostenblock, unabhängig natürlich von dem Beitrag, den der Staat so oder so schon leistet, in der Übernahme der Zahlungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, für den Block, der nicht gearbeitet werden kann. Also dieses Paket kann sich in Europa sehen lassen. Danke für die gute Zusammenarbeit und lassen Sie mich die Gelegenheit zum Abschluss auch nutzen, Menschen zu danken, die man sonst vielleicht nicht so sieht, aber die einen genauso wertvollen Beitrag für das Aufrechterhalten des Wirtschaftssystems leisten. Ich möchte bei der eigenen Organisation beginnen, das wird Sie nicht verwundern, an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es sind einige Tausend in den Bezirks- und Regionalstellen, die einen unfassbaren Job zurzeit machen, die an den Hotlines arbeiten, die über 200.000 Beratungsgespräche in ganz Österreich schon gemacht haben, die die Informationen zur Verfügung stellen, die den Härtefonds abwickeln, auch in den Landeskammern, an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Krisenstab unserer eigenen Taskforce, die im Hintergrund dazu beitragen, dass viele Sachen auch im medizinischen Bereich mitorganisiert werden, was Hilfsmaterial betrifft. Da möchte ich ganz besonders unsere Wirtschaftsdelegierten hervorheben, die mit dem Botschaftspersonal in Asien, vor allem in China, persönlich zu den Lagern fahren, zu den Zolllagern, die Waren dort rauseisen, die Sachen bis zu den Flugzeugen begleiten, die Flugzeuge organisieren, damit diese Hilfslieferungen nach Österreich kommen. Das sind die unsichtbaren Heldinnen und Helden, die im Ausland eine ganz, ganz tolle Arbeit für die Republik machen. Ich möchte mich aber auch bei unseren Betrieben bedanken. Den Betrieben und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die weiterarbeiten können und weiterarbeiten sollen und weiterarbeiten müssen, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Das sind viele im Bereich des Lebensmittelhandels, Sie wissen das, aber es sind auch viele kleine Gewerbetreibende in den ganzen Notfalldiensten, den Schlüsseldiensten, in denjenigen, die nach wie vor die Gasthermen servicieren, die im Bereich der Elektrik zur Verfügung stellen, viele, die weiterarbeiten und das erfolgreicherweise auch tun. Die Bäckereien, die Fleischereien, die man sonst nicht sieht, die aber auch nach wie vor die Arbeit machen. Und es sind sehr viele Start-ups und Gründerinnen und Gründer, die bis jetzt noch nicht erwähnt worden sind, die aber auch weiterarbeiten und die Zukunft der österreichischen Wirtschaft sind. Und die Frau Wirtschaftsministerin und ich sind gerade im intensiven Austausch, auch für die ein vernünftiges Hilfspaket zu schnüren. Und dann ein Dankeschön an die vielen Betriebe, die geschlossen halten müssen. Ich weiß, da ist sehr viel Ärger, sehr viel Frust da gewesen, der Geschäftstätigkeit nicht nachgehen zu können und sehr viel Angst, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass wir Ihnen allen, euch allen mit diesem Paket Hoffnung geben können, Sicherheit und Schutz, wie es weitergeht und auch das notwendige Durchhaltevermögen. Ich bedanke mich für die große Motivation, die da draußen ist, für den vielen Zuspruch, den wir auch bekommen haben, für das viele Feedback beim Design für diese Pakete. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich habe ein tiefes Vertrauen, dass wir damit nicht nur unseren Wirtschaftsstandort stabilisieren, sondern auch ein solides Fundament geben können, von dem wir dann nach dem Ende dieser Corona-Krise in einem Schritt für Schritt Hochfahren des Systems und dass wir das brauchen, auch wieder zu dem Status zurückkommen, bei dem wir vorher waren. Das wird ein harter Weg, aber mit diesen Maßnahmen werden wir das schaffen und daher ein ganz großes rot-weiß-rotes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit und die Möglichkeit, dieses Paket für die österreichische Wirtschaft, die Betriebe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit ihre Familien geschnürt haben zu können. Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals. Wir kommen nun zu den Fragen. Die erste Frage von der Austria Presseagentur und dann gehen wir zum ORF. Gut, meine erste Frage ist quasi eine Nachfrage. Auf welchen Zeitraum bezieht sich der Umsatzverlust, den Sie sozusagen teilweise mit Zuschüssen kompensieren? Und
wenn Sie bei 40-60% Umsatzverlust 25% als Zuschuss gewähren, ist das 25% des Verlustes oder des Gesamtumsatzes? Also der Zeitraum ist der Zeitraum der Krise. Wir wissen, wann die Krise begonnen hat. Wir wissen noch nicht, wann die Krise enden wird. Deswegen ist dieser Stichtag noch zu definieren. Deswegen war es auch so wichtig, dass, um eine gerechte Abrechnung möglich zu machen, dass wir die endgültige Abrechnung mit dem Ende des Wirtschaftsjahres machen. Das versetzt uns in die Lage, auch genau prüfen zu können, dass wir jedem helfen können, der es auch wirklich braucht. Und der Zuschuss bemisst sich eben an 25% von den Fixkosten, von den Betriebskosten, die genannt worden sind, in diesem Zeitraum und dem Prozentsatz entsprechend der Ware, die für diesen Zeitraum eben am Ende des Tages um über 50% abgewertet werden muss. Danke sehr. Nächste Frage, ORF, bitte schon. Das Mikro kommt von dieser Seite. Können Sie ein bisschen noch konkretisieren die Beschränkungen bei den Boni, die gelten als Bedingung sozusagen? Und wenn Sie sagen Geschäftstätigkeit in Österreich, dann sind das auch internationale Unternehmen, die in Österreich tätig sind und hier Filialen haben. Habe ich das richtig verstanden? Also zur zweiten Frage vielleicht gleich. Deswegen haben wir auch definiert, dass der Liquiditätsbedarf in Österreich bestehen muss. Deswegen gibt es hier Prüfungen durch die Banken und durch die verschiedenen Garantieprüfer, dass eben der Liquiditätsbedarf auch wirklich hier in diesem Land stattfindet. Denn nichts wäre schlimmer, als Steuergeld während dieser Zeit ins Ausland zu exportieren. Wir wollen in Österreich helfen, den Betrieben, die in Österreich betroffen sind, und die österreichische Familien damit auch mit Arbeitsplätzen versorgen. Dankeschön. Nächste Frage, bitte sehr. Ich hätte eine Und wir steigen an dieser Stelle aus der Pressekonferenz aus dem Bundeskanzleramt. Ingrid Thurnherr, bei mir ein Bündel von Maßnahmen für die Wirtschaft. Bitte um eine Einordnung. Ja, ich glaube, also das Wichtigste, das wir heute erfahren haben, sind die Details zu diesem Krisenfonds für Unternehmen, die einfach ganz viel Geschäft im Moment verlieren, weil sie entweder gar nichts verkaufen können, weil sie ihre Ware verdirbt, weil sie ihre Geschäfte nicht öffnen können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Kompensation. Einerseits gibt die Republik Garantien für Kredite und übernimmt da bis zu 90% sozusagen der Kosten auch dafür. Diese Garantien sind jetzt einmal beschränkt auf bis zu 3 Monatsumsätze mit maximal 120 Millionen Euro. Was darüber hinausgeht, muss dann sozusagen in Einzelüberprüfungen festgelegt werden. Ganz grundsätzlich hat auch die Wirtschaftsministerin da gesagt, es ist auch ein wichtiger Faktor, dass für diese Kredite jetzt die Banken nicht hergehen werden und eine neue Bonitätsprüfung machen werden, sondern sich nach dem richten werden, was vorher schon für das Unternehmen da war. Das hat man auch ausgehandelt in den vergangenen Tagen. Also Kredite zur Abdeckung von Liquiditätsbedarf ist das eine. Laufzeit maximal 5 Jahre, kann um 5 Jahre verlängert werden. Das andere sind dann Zuschüsse, eben um zu ersetzen, was halt im Moment überhaupt nicht erwirtschaftet werden kann, für die Fixkosten von Strom, Gas, Miete, Leasingverträge, Lizenzen und so weiter. Das läuft ja alles weiter und da springt der Staat eben mit Zuschüssen ein. Die Abrechnung dafür, das hat der Finanzminister jetzt gesagt, die erfolgt dann erst am Ende des Wirtschaftsjahres. Denn wir wissen ja noch nicht, wie lange das alles dauert. Und wenn eine Firma jetzt zum Beispiel das 6 Monate lang durchhalten muss, dann wird man am Ende des Wirtschaftsjahres sagen, okay, diese Zuschüsse laufen dann für 6 Monate und kann das jetzt im Vorhinein sozusagen nicht festlegen. Was schon auch erwähnenswert ist, diese staatlichen Zuschüsse, diese Hilfe bei Liquiditätsengpässen in Form von Krediten und Co. sind an gewisse Bedingungen doch geknüpft. Und das sind zum Beispiel eben die Bedingung, dass in dieser Zeit keine Boni und Dividenden ausgezahlt werden dürfen. Also da hat sich der Gesetzgeber dann doch etwas überlegt, um diese Sache einzudämmen. Und eine gute Nachricht hat uns heute erreicht. Kleine Betriebe dürfen ab heute auch verkaufen. Also sie dürfen, man darf abholen, zum Beispiel die Pizzeria ums Eck. Die Pizzeria ums Eck und das Restaurant, das darf kochen und man darf sich das Essen dort abholen, man darf es dort nicht verzehren. Aber immerhin, das ist so ein ganz, ganz kleiner Hoffnungsschimmer, glaube ich, für viele Gastronomiebetriebe, dass sie zumindest wieder Essen verkaufen dürfen. Und Vizekanzler Kogler hat ja auch angekündigt, nächste Woche werden schon die Pläne präsentiert, dass langsam
die Wirtschaft wieder hochgefahren wird. Es werden die Pläne präsentiert, wie es werden soll. Gleichzeitig wird immer gemahnt, bitte die Osterfeiertage kommen, bitte nicht abweichen vom Konzept, zu Hause bleiben, keine großen Verwandtenbesuche, sonst geht es wieder von vorn los. Sollte uns alle eine dringende Mahnung sein. Vielen Dank. Und eine weitere Regierungsstimme werden wir heute Vormittag auch noch hören, vor der Nationalratssitzung, und zwar um 11.30 Uhr, die Justizministerin Alma Zadic. Bis dahin, auf Wiedersehen.